Vor ziemlich genau einem Jahr, im Januar 2020, habe ich begonnen, ein Buch zu schreiben zum Thema Spielen ist das Leben, das Lernen, das Arbeiten des 21. Jahrhunderts. Wie schafft man es, das Leben zum Spiel zu machen und so die Leichtigkeit des Spiels, aber auch diese Freude am Spiel, diese Begeisterung im Spiel ins Leben zu holen? Das war noch knapp vor Corona. Und ich sehe jetzt, dass wirklich dieses Bedürfnis nach mehr Leichtigkeit noch mal stark zugenommen hat und freue mich jetzt hier dieses Buch dann bald fertig zu haben, denn es ist wirklich tatsächlich fast fertig. Ich habe gerade in den letzten Monaten sehr intensiv daran gearbeitet, bin jetzt in den letzten Zügen der Überarbeitung, bevor es dann ins Lektorat gehen soll, dann gibt es nochmals einen Überarbeitungszyklus. Aber im Prinzip ist das Buch vom Inhalt her fast komplett. Was noch fehlt, und da tue ich mich immer schwer, auch bei Blogbeiträgen und ähnlichen Texten, mit den Titeln. Und tatsächlich ist dieses Buch momentan namenlos. Und was haben wir getan? Wir haben uns zusammengesetzt, wir, das sind Anna, meine Frau, eine dritte Person und ich, und haben einfach mal ein Brainstorming gemacht. Haben uns überlegt, ja, was soll denn da in diesem Titel stehen? Braucht es vielleicht einen Untertitel? Welches Bild möchten wir vermitteln? Und da all diese Überlegungen sind da reingeflossen und wir haben mehrere Titel- und Untertitelvorschläge erstellt. Diese haben wir dann einfach mal zur Diskussion gestellt. Wir haben mehrere Varianten so kombiniert, Titel- und Untertitelvarianten kombiniert und haben die zur Auswahl gestellt und haben auch die Möglichkeit dann gegeben, da noch zusätzliche Tipps und Vorschläge einzureichen. Und aus diesen 8 Varianten sind dann schnell 10 Varianten geworden und so hat das haben interessierte Menschen da über 10 Varianten abgestimmt. Und was spannend war, beim Titel waren sich die Menschen uneinig, aber beim Untertitel, da waren sie sich sehr einig. Sie haben überall bei diesen Kombinationen praktisch stand immer ein Untertitel im Vordergrund, so dass dieser Untertitel schon bald feststand. Über die Leichtigkeit des Lebens. Also, den Untertitel haben wir jetzt, aber der Titel fehlte noch immer und da haben sich für mich so drei Varianten in den Vordergrund gedrängt. Einmal Spiel dein Leben, dann Rundbunt und Variante 3 auf in die neue Welt. Und ich hatte einen klaren Favoriten und das ist Rundbunt. Rundbunt ist für mich ein schönes Wort. Rund, das steht für stimmig, eine Welt, die stimmig, die sich stimmig anfühlt, ein Leben, das sich stimmig anfühlt. Und bunt, dann die Gegensatz dazu, das Bunte, das Abenteuerliche, was es eben auch braucht, um dem Leben irgendwo die Würze zu geben. Also rundbunt hat mir sehr gut gefallen, finde ich ein schönes Wort. Ich habe diese Varianten auf drei verschiedenen Plattformen zur Auswahl gestellt und habe wieder gefragt, welche Variante gefällt euch am besten? Und rundbunt wurde genau einmal genannt, also diese Variante fiel schon sehr schnell raus. Dann waren es noch zwei Varianten. Und da muss ich kurz nachgucken, da hat die dritte Variante auf in die neue Welt, hat 5 Stimmen gesammelt, wenn ich das richtig gezählt habe. Und Spiel dein Leben hat 14 Stimmen erzielt. Also es war ganz deutlich, Spiel dein Leben ist das, was sich die Menschen wünschen. Und ja, jetzt sind wir da, wo wir eigentlich angefangen haben, denn unser Label ist Spiel dein Leben, unsere Website heißt spieldenleben.ch. Ja, und jetzt halt auch offenbar das Buch so. Nur, dieser Vorschlag kommt tatsächlich nicht von uns. Das ist ein Vorschlag, der eingereicht worden ist, weil wir sind tatsächlich selber, wir haben wirklich lange gebrainstormt, aber auf diesen Titel sind wir nicht gekommen. Ich glaube, das war irgendwie zu naheliegend oder ich weiß auch nicht, wir haben den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Aber es freut uns natürlich, dass dieses Label, das wir ja schon lange verwenden, offenbar verstanden wird und offenbar gefällt. Und nun heißt eben auch das Buch Spiel dein Leben über die Leichtigkeit des Lebens. Es bleibt mir noch, mich zu bedanken an die Person, die diesen Titel vorgeschlagen hat. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Aber wir sind sehr, sehr dankbar, ist dieser Vorschlag gekommen, dieser offensichtliche Vorschlag. Und
Mein Buch hat jetzt endlich einen Titel.